spree in the middle of a field stands a lightning tree. It's living's old tone from the day it was born, for the tree was born in a thunderstorm. Grow, grow the lightning tree, it's never too late for you and me. Grow, grow the lightning tree, never give in too easily. Hast du gut geschlafen? Es wird langsam Zeit. Wir haben eine Menge Arbeit heute. Wenn du immer so in den Hof reinfährst, dann können wir hier ja unser Testament machen. Unverschämtheit. Selbst die Pferde haben sich erschreckt. Da ich das regelmäßig mache, haben die sich dran gewöhnt. Das heißt mit anderen Worten, wenn ich dich regelmäßig jeden Morgen umfahre, gewöhnst du dich auch dran. Hahaha, ha, ha, sehr komisch. Ach, wie nett. Was will denn der Polly von uns? Bin ich vielleicht Hellseher? Wahrscheinlich ist der Colonel wieder hinter irgendwas her. Bei dem weiß ich nie, woran ich bin. Was redest du denn auf einmal für einen Unsinn? Hast du etwa ein schlechtes Gewissen? Schlechtes Gewissen? Was ich tue, das geht doch den Colonel nichts an, oder? Vielen Dank, Gott. Wiedersehen, Colonel. Striker! Wie oft habe ich dir schon gesagt, du sollst diese Teufelskiste in den Hof reinschieben? Weiß nicht. Das wäre ein Wunder. Ich sage das jetzt zum letzten Mal. Das Motorrad wird in den Hof reingeschoben. Verstanden? Ja, Colonel. Sir. Morgen, Dora. Morgen, Onkel. Ja, Colonel, Sir. Nein, Colonel, Sir. Auf einmal kannst du höflich sein. Ja. Erstaunlich. Es braucht nur ein Polizist aufzutauchen. Es würde mich interessieren, was der hier sucht. Hey, hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen? Du bist wohl verrückt. Slugger! Was soll denn das nun wieder, als ob ich... Ich komme gehört, Sir! Ah! Slugger, der Zigeuner, kommt heute vorbei. Er holt sein Pferd wieder ab. Ich denke, der sitzt im Gefängnis. Das hat er auch. Heute Morgen haben sie ihn freigelassen. Ah. Pass auf, dass du dich nicht überanstrengst. Ja. Ein Kerl wie du muss doch zwei Ballen tragen können, Ron. Und dann fegt das Stroh hier zusammen. Naja, wenn er sein Pferd abholen will, dann wünsche ich ihm viel Glück. Der lässt doch keinen mehr ran. Mich lässt er ran. Was sagst du da? Das möchte ich sehen. Das wäre ja ein kleines Wunder, Dora. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. So. Na du? Na komm. So ist brav. Ganz ruhig. Siehst du, wenn er noch länger hier wäre, würde ich ihn wieder hinkriegen. Lass ihn noch ein paar Tage hier. Nein, Dora, das geht nicht. Nur eine Woche. Das geht nicht, Dora. Er gehört uns doch nicht. Ich habe versprochen, mich um sein Pferd zu kümmern, solange er im Gefängnis sitzt. Ab heute ist er wieder frei. Sagt mir bitte, wenn er kommt. Ich möchte mit ihm reden. Hey!
Hey, was soll denn das? Sind Sie bald fertig? Was? Der ganze Staub fällt auf die Pferde. Das habe ich nicht so gerne. Lass mich doch in Ruhe. Ja, tatsächlich. Alle Jahre habe ich mich schon gewundert, wo der ganze Dreck bleibt. Der fällt runter durch die Ritzen. Jetzt ist mir auch klar, warum die Pferde immer so staubig waren. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Als Ex-Boxer machen Sie Ihre Sache jedenfalls ganz gut. Ja. Was ich fragen wollte, fühlst du dich eigentlich wohl hier oben? Oh ja, sehr sogar. Wissen Sie wieso? Weil man hier nicht so rumgescheucht wird wie... Naja, wie soll ich sagen? Na, Sie wissen schon. Da ist er. Der hat sich aber beeilt. Ja, er soll sein Pferd nehmen und wieder abhauen. Wir bringen doch nur Schere ein. Wissen Sie, was damals passiert ist? Ja, setz dich. Er ist über die Kellets-Farm geritten. Das heißt, über eins der Felder. Und die Kellets-Brüder haben ihn angegriffen. Amos und Ruben sind ein paar entsetzlich sture Böcke. Ja, das habe ich gehört. Wie kann man ein wehrloses Pferd derart zusammenschlagen? Ich verstehe das nicht. Ich weiß, wieso. Ha? Wenn ein Zigeuner über die Gerste reitet, dann reift das Korn zu früh. Wenn er über den Weizen reitet, dann reift das Korn zu spät. Reitet er aber zur Erntezeit über ein Feld, dann soll man den Zigeuner einladen. Die meisten Bauern sind eben abergläubisch. Sie fürchten, die Zigeuner bringen ihnen Unglück. So was Blödes. Aha. Jetzt ist mir einiges klar. Jedenfalls, als die Kellets sich über sein Pferd hergemacht haben, zieht er sein Messer und greift die beiden an. Da war natürlich der Ofen aus. Das ist doch unfair. Er hat sich vor Gericht sicher nicht mal verteidigen können. Nur weil er ein Zigeuner ist. Nein, das ist nicht wahr. Im Gegenteil. Der Colonel hat gesagt, der Richter wäre sehr freundlich gewesen. Oh ja. Na hör mal, er hat ihm immerhin das Messer bis zum Griff in den Ranzen gejagt. Ich bitte dich. Und ihr habt das Pferd übernommen? Ja. Ich brauchte ja nicht zu sagen, wie es ausgesehen hat. Es ist fast gestorben vor Angst. Wenn ich morgens in den Stall kam und sagte, na Alter, da war er schon an der Decke. Gespannt, was der jetzt tut. Ich bring ihn um. Jetzt reden Sie doch nicht so ein dummes Zeug, das ist ja fürchterlich. Ich habe 3 Monate darüber nachgedacht. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sollten froh sein, dass die Sache zu Ende ist und sich nicht schon wieder neuen Blödsinn ausdenken. Nehmen Sie Ihr Pferd und gehen Sie zu Ihren Leuten zurück. Die sind jetzt in Codmanthorpe, wenn ich recht informiert bin. Ich gebe Ihnen den guten Rat, sonst haben Sie neue Schwierigkeiten mehr. Ich kann nicht. Je schneller Sie von hier verschwinden, desto besser für Sie. Gehen Sie rüber zu Slugger, er soll Ihnen was zu essen einpacken. Und dann nichts wie weg. Hier für Sie. Ich bringe ihn um. Hey! Was willst du hier? Ich wollte sie noch mal sehen. Ich wollte sehen, wie einem zumute ist, der gleich seine Henkersmahlzeit einnimmt. Können Sie damit was anfangen? Mach, dass du von hier verschwindest. Oder haben Sie Ihre Henkersmahlzeit schon hinter sich? Ich warne dich. Wenn nicht, dann müssen Sie sich beeilen. Was will der Amos? Was meint der? Hör zu, Pürschchen. Wenn du komisch wirst... Sie wissen doch noch gar nicht, was ich sagen will. Hören Sie doch mal zu. Wenn Sie das können... Also der Zigeuner, den Sie vor 3 Monaten fertig gemacht haben, der ist wieder draußen. Heute Morgen freigelassen. Der will Ihnen jetzt ans Leder. Der... Sei ruhig, du bist nicht gefragt. Der Kerl wird sich hüten. Nein, der wird sich ranschleichen. Und dann wird er kurz einen Prozess machen. Wo ist er? Noch auf Hollywood, beim Colonel. Jedenfalls als ich ging, war er da. Vielleicht schleicht er aber schon hier durch die Gegend. Amos. Geh rein und pass gut auf. Schließ dich ein. Ich reite nach Hollywood. Bring mein Gewehr raus. Dass sich noch einmal auf meinem Hof blicken lässt, da war's das letzte Mal. Er ist schon ganz ungeduldig. Na, wie geht's dir? Ja. Schade, dass Sie ihn schon abholen. Ich mag ihn ganz gerne. Es war nicht einfach. Aber jetzt hat er wenigstens seine Angst verloren. Wie schnell man so ein Pferd kaputt machen kann. Was der sich nur dabei gedacht hat. Aber jetzt ist alles wieder gut. Nicht wahr? Ich kann solche Menschen nicht verstehen. Es geht nicht nur um die beiden Farmer, Miss.
Die meisten Menschen hassen uns und wissen nicht mal wieso. Woher kommt sowas nur? Vielleicht, weil wir freier sind als sie. Unabhängiger. Mach's gut. Komm, Stila. Stila. Bleiben Sie stehen! Stila! Sehen Sie nicht, dass wir das Pferd kaum halten können? Sie haben dich also rausgelassen. Holocaust! Bleib stehen! Lauf, du schwarzer Teufel, und lass dich hier nie wieder sehen. Hau ab! Steve! Steve, wir konnten ihn nicht halten! Du Bastard! Ihr sattelt zwei Pferdeslacker. Ja. Geht's schon wieder los mit euch, Kellett? Sie nehmen also auch kriminelle Aufgaben. Reden Sie keinen Unsinn. Die Sache ist vorbei und vergessen. Fragen Sie mal meinen Bruder, ob es auch für ihn vorbei ist. Er wird nie wieder richtig gehen können. Damit hat der Zigeuner nichts zu tun. Das war ein Unfall. Unfall hat Rubens Pferd verhext. Ich war dabei, wie er es dreimal berührt hat. Es wirft ihn immer wieder ab. Dieser abergläubische Unsinn. Verflucht hat er sein Pferd. Ich weiß es. Ich hab's gehört. Und das nächste Mal ist es notwehr, damit Sie es wissen. Wie soll ich das verstehen? Hat er mich bedroht oder vielleicht nicht? Na also, wenn er sich noch einmal auf meinem Hof blicken lässt, dann war es das letzte Mal. Das ist kein Fluch, Zigeuner. Das ist ein Versprechen. Na komm, was ist denn? Sei doch froh, wenn es an die frische Luft geht. Ich habe mir die Richtung gemerkt, in die er gelaufen ist. Wohin? Daraus. Oh je, das ist Tinnicker Farm, wo die Kellets wohnen. Also. Na, passt nur auf, ihr beiden. Nicht zu sehen. Nein. So weit kann er doch noch nicht sein. Und wo ist jetzt der Hof der Kellets? Da. Er läuft genau drauf zu. Wir müssen eben schneller sein. Reite auf die andere Seite. Ich versuche ihm den Weg abzuschneiden, okay? Ja. Komm, Simona. Warum bist du nicht drüben geblieben? Du hast ihn reingejagt. Das konnte ich doch nicht wissen. Hast du denn keine Augen im Kopf? Soll er vielleicht durch den Stacheldraht gehen? Von Weitem sah er aus, als würde er am Hof vorbeilaufen. Ich hatte dir gesagt, dass ich versuche, ihm den Weg abzuschneiden. Aber er war eben vor dir am Gatter. So auf ihn loszugaloppieren und zu schreien wie eine Rothaut. Wenn du alles besser weißt, kannst du das nächste Mal selbst sehen, wie du fertig wirst. Das nächste Mal? Du willst Gypsy wohl laufen lassen? Wir müssen was unternehmen. Wir können das Tier doch nicht bei den Kellets lassen. Wir warten, bis es dunkel ist und dann holen wir es aus der Scheune. Ja, das wäre genau was für dich. Ihr denkt wohl, ich habe Angst. Das werde ich euch zeigen.
Alles ruhig. Ja. Wir können auch niemanden gebrauchen. Ich gehe vor. Warten Sie. Versuchen Sie nicht aufzusteigen. Das habe ich auch nicht vor. Er würde Sie abwerfen. Schön ruhig. Stille. Oh. Sehen Sie mal, da steht ja noch einer. Das ist Rubens Pferd, das Sie verhext haben. Ich brauche die Kiste. Langsam, langsam, gleich geht's los. Na los, steigen Sie auf. Ja. Schnell, ich glaube, der kommt. Sie auf. Ja. Du Scheißkerl. Amos, was ist denn? Ach, mach, dass du reinkommst. Was gibt's denn? Hau dich in die Falle. Wer ist denn das? Und die andere Sau ist hier drin, hä? Was willst du hier? Na, von mir aus kannst du hier verfaulen. Hey, machen Sie auf! Wer ist denn das? Lassen Sie mich raus! Was soll denn das? Machen Sie auf! Ja. Geh rein und hol mein Gewehr. Hör zu, glotz mich nicht so an. Ja, mein Lieber. Jetzt sitzen wir in der Falle. Jetzt wäre ein Frühstück reicht, hä? Na, dann versuch mal. Besser als gar nichts, oder? Ich hätte leicht abhauen können. Das weißt du hoffentlich. Aber das hätte dir nicht geholfen. Und wenn ich dich so ansehe, dann brauchst du Hilfe. Ah, da sind sie ja. Hier, wollen Sie ihm nicht eine Tasse Tee bringen? Nein. Na, was ist denn jetzt los? Was soll denn das heißen? Bei einem Pferd wären Sie schon draußen. Er hat es nicht verdient. Na, dann sehen Sie mal aus dem Fenster. Das Zigeunerpferd, er hat es also doch geschafft. Ja, und wenn Sie sich bei ihm entschuldigen wollen, ein heißer... Dora! Sie haben den Tee vergessen. Steve, darf ich raufkommen? Wo ist der? Wo ist Steve? Sie haben ihn geschnappt und eingeschlossen. Ich war machtlos, ich konnte ihm nicht helfen. Slugger, Sie haben ihn. Die Kellets halten Steve gefangen. Ah, aber wer hat dann das Pferd gebracht? Das habe ich gebracht. Ich wusste mir keinen Rat. Was willst du machen? Polizei rufen? Soll da drin verfaulen. Ja, aber...
was? Naja, du kannst ihn doch nicht verhungern lassen. Schön, er sitzt jetzt da drin, aber was weiter? Ach, lass mich in Ruhe. Auf den waren wir sowieso nicht scharf. Wir wollten den anderen haben und der ist weg. Aber der kommt zurück. Der lässt mich nicht im Stich. Das gibt's bei uns nicht. What's he mean, Amos? What's he mean? How are you gonna sleep, Reuben? With him out there, just waiting. Waiting to get you. Red nicht so ein dummes Zeug. Wenn es stimmt, was er sagt, sind wir dran. Dir kann man auch erzählen, was man will. Wir haben den Kerl verjagt. Der kommt nicht zurück. Er ist mein Blutsbruder. Er ist verpflichtet, mich herauszuholen. Lass ihn gehen, Amos. Wir haben genug Schwierigkeiten gehabt. Das reicht jetzt. Der Colonel wünscht, dass Sie Steve gehen lassen. Sie hätten kein Recht, ihn hier einzusperren. Was geht das den Colonel an? Macht er sich jetzt auch für die Zigeuner stark? Er ist kein Zigeuner. Steve ist kein Zigeuner. Er arbeitet beim Colonel. Er ist einer. Ich weiß es. Auf Ehrenwort, Mr. Kellett. Sehen Sie ihn sich doch an, dann wissen Sie, dass er keiner ist. Er arbeitet beim Colonel. Und wollen Sie den verärgern? Sag ihm, er soll sich gefälligst da raushalten. Sonst wird die Sache noch schlimmer. Kein Wort. Du hast ein sonderbares Talent. Was soll denn das heißen? Sieh dir das an. Amos! Amos! Sagen Sie Ihrem Bruder, ich wünsche keinen Ärger mehr. Ich wäre mit allem einverstanden, nur keinen Ärger mehr. Wann hat das Pferd zum letzten Mal gefressen? Ihr Bruder hat es verhext, er hat es verhext. Ich habe Sie was gefragt. Amos füttert, ich habe nichts damit zu tun. Ihr Bruder hat Schuld, er hat uns Unglück gebracht. Geben Sie mir das Pferd, dann ändert sich das vielleicht. Meinen Sie? Wirklich? Ja, Sie müssten es ja wissen. Wir nehmen das Pferd und mein Blutsbruder wird die Sache vergessen. Ja, ja. Es taugt sowieso nichts mehr. Also nehmen Sie es. Hand drauf. Nehmen Sie es und Schluss. Und reden Sie mit Ihrem Bruder. Puh. Komm, mein Junge. Jetzt gibt's was zu beißen. Ist das gut? Kaum ist einer weg, kommt der Nächste. Steve, du warst einmalig. Ich konnte beim besten Willen nicht ahnen, warum du unbedingt unten bleiben wolltest. Wegen dem hier. Ich musste dich doch da rausholen. Dass es so einfach gehen würde, daran hab selbst ich nicht gedacht. Du bist mir nicht böse, oder? Sehr. Jetzt komm nach Hause, Blutsschwester. Sonst geben die eine Vermisstenanzeige auf. Steve, ich wollte Sie nicht im Stich lassen, aber ich habe den Kopf verloren. Nichts passiert. Schon gut. Was wollen Sie jetzt machen? Der Colonel hatte den besten Vorschlag. Ich gehe zu meinen Leuten. Wenn Sie die nicht finden, Sie wissen, wo wir wohnen. Ich finde sie bestimmt. Alles wird kalt. Ich möchte mal wissen, wofür ich mir so viel Mühe gegeben habe. Das Frühstück ist seit Stunden fertig. Hat da niemand Hunger von euch? Heute gibt's was ganz Besonderes, habe ich im Gefühl. Eier mit Schinken. Aus dem einfachen Grund... Weil Eier mit Schinken ein kräftiges Frühstück sind. Tada, 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 tada. Och, ja, werde ich gleich helfen. Na komm. It's hot when it's hot when it's hot when it's hot. The terrible rap of the thunderclap. Grow, grow the lightning tree. It's never too late for you and me. Grow, grow the lightning tree. Never give too easily. If you want them to, then it's up to you. Grow, grow.